Hallo und herzlich willkommen hier zum LS17 Farming Simulator 17 auf der Karte bei Sternhof zusammen mit dem Andreas. Servus. Und den Jim. Hallo. Ja, Feld 9 ist so gut fertig. Feld, ich glaube, was ist das dann? 10 müsste das daneben sein. Genau, Feld 10 ist da am Abernten und auch schon am Düngen. Andreas und Jim. Wir sehen hier Gerste an. Na egal. Ja, Feld 9 ist jetzt Gerst. Ich hab nicht geschaut. Es sollte hier Sojabohnen draufkommen. Dann haben wir hier ein Feld mit Stroh und machen gleich nebenan auf Sojabohnen. Bis dahin. Haben wir halt einen kleinen Streifen nicht mit. Jetzt nicht drin. Wenn das Wild hier durchgeht vom Wald da oben. Ja, läuft, ne? Werden sich immer mehr. Tank 7500. Ich glaube, das Fass, was wir haben, das ist, glaube ich, nur für Wasser. Das schon um 0 Uhr verkaufen lassen. Ich hoffe, das ist hier auch. Mal 638 haben 45.000. Auch ein schöner. Tendenz aufsteigend, weil wir haben ja mittlerweile alle Felder müssten Raps haben, glaube ich. Ich glaube, ein paar haben wir anders gemacht.
haben wir ja noch. Oh, wir haben minus 1499. Jetzt schon wieder abgegangen. Da brauchtest du Flüssigdünger. Flüssigdünger. Brauchen wir. Ah, der Ertrag müsste doch jetzt eigentlich besser sein als vorher, wobei wir hatten vorher, glaube ich, keinen Raps drauf. Jetzt ist alles einmal gedüngt. Am Kuban. Ja. Also vier Sachen gleichzeitig. Okay, sehen.
Ja, wir sind nicht reich geworden durch das Eierverkaufen. Weitermachen. Doch bloß, dass du keine Eier mehr hast. Ich habe keine Eier mehr. Ich, weder im Du Rucksack, arme Sau. Höchstens im Stall, aber nicht im Rucksack. Läuft. Soll ich dann im Strohhäcksler einschalten bei Gerste dann oder? Nee, ich würde sagen, wir verkaufen die. Wir machen Ballen und verkaufen die. Brauchen dringend Geld. Ich glaube, wir kriegen für die Ballen mehr, als was wir für Flüssigdünger zahlen letztendlich. Zumindest meine grobe Überschlagung. Ich denke, wir werden auch ordentlich Stroh runterbekommen, jetzt wo wir gedüngt haben. Okay. Hast du da Gerste oder was ist das jetzt? Nein, aber ich bin gleich mit Raps fertig. Ja, dann machst du das Rapsfeld doch und dann hilfst du erstmal hier bei den Feldern. Wird die fertig kriegen. Liegen so wieder so viele brach. Okay. Können wir auch mal Drescherfahrer tauschen.
drin auch nicht aus. War mal ein bisschen drin. Die Beleuchtung. Wir sind ja mal. Auspuff vor, das Radschiff verrostet. Ich hoffe, dass der uns noch ein bisschen hier erhalten bleibt. Gar nicht gebraucht. Ja, das ganze Feld am besten. Hat gut. Schaffen das Feld noch. Beste gibt. Vielleicht kürzer.
Mal wieder was von Candle and Crops gehört? Nö. Stille. Wir hatten ja um Ostern so eine Liste veröffentlicht, wie weit die wohnen. Fehlte noch einiges. Im Großen und Ganzen nicht erfreulich. Nee. Vor allem, wenn man in Vorleistung getreten ist. Ich sage ja dann lieber so wie bei On the Rocks, On the Road, mal das, was man hat, veröffentlichen und sagen, es ist das und dafür kriegst du. Ich bin weiter gespannt, aber war schon mal euphorischer. September rum, da hieß es ja im Oktober soll es kommen. Wer weiß, ist der Oktober vorbei. Aber er kommt ja wieder. Sie haben ja nur nicht gesagt, welchen Oktober. Ja, doch, leider. November? Ich weiß es gar nicht. Oktober kam LS 17. Kann auch November oder so. Naja. Ich denke mal, so freut sich Giants. Der auf das andere gewartet hat, der wird dann vielleicht doch nochmal LS 17. Weil ich halt bestimmt der eine oder andere. Weil die meisten natürlich aus dem S-Bereich kommen werden. Testen werden. Natürlich möchte man da natürlich nicht als Flop gelten. Nachvollziehen, aber soll man sich von vornherein einen realistischen. Jedem Projekt gehört Puffer rein. Aber bis jetzt hat es ja Erfolg, weil es haben ja genug. Muss man nur noch nachliefern. Nur das ein oder andere. Geldsorgen haben sie jetzt bestimmt nicht mehr. Weil Geld ist auch schnell leer. Gerade wenn du viel einkaufst an Möglichkeiten in Tschechien oder. Ach guck mal, Nasenbär ist wieder da. Grasblatt. Lustig aus. Doch. Raps habt ihr gesagt, ist fertig, ne? Ja. Hat einer von euch beiden Lust, mit beiden Anhängern Raps verkauft zu fahren? Ja. Der andere umgebaut werden, weil. Allen. Wenn ich das kann. Verkaufen doch. Doch, verkauf es ja an. Kannst. Umbauen. Umbauen kannst du ja. Ich habe vorhin das schon auf Gaben des Kaukasus gehört, dass das mit dem Verkauf zu tun hat. Dann haben wir es da auch wieder aktiviert. Kurzzeitig aus und dann sagt Jim, ich kann nicht mehr umbauen. Das ist ein bisschen bauen können. Ist denn der Güllewagenholmer wieder verkauft worden? Ja. Und der zweite LKW-Anhänger auch, oder? Ich weiß nicht. Ich habe dich nur wegfahren sehen damals. Weiß nicht mehr, wo die danach hingekommen. Ich wollte jetzt nicht jede Garage absuchen. Einen habe ich verkauft. Ja, okay, dann ist.
Ich habe auch heute die ganzen Holzanhänger gekauft und den Fliegelanhänger. Fahren ja eh die Ballen mit dem anderen. Dann haben wir Platz da für den Güllewagen drin. Wenn auch den Güllemod drauf machen auf Gaben des Kaukasus, ne? Ja, okay. Güllepack oder wie das heißt da. 1000 Liter ist schon etwas. Ein paar, genau, man konnte da die Selektoren abschalten, verschiedene Bereiche, wenn du halt nur einen kleinen Bereich machst. Ah ja, das ist bei Gülle sinnvoll. Ja, wenn du mit 30 Meter über 2 Meter drüber fährst, da bist das Fass leer und der Streuer willst du dafür auch nicht extra. Ich muss mal kurz raus. So. Ja, wir haben es auch schon wieder geschafft für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst den Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, wenn ihr noch kein Abo da gelassen habt, gerne aufs Abo, dann verpasst ihr keine Folgen. Morgen, tschüss. Tschüss.